Podcast von Pauli, Pauli, Podcast. Guten Tag. Willkommen zu 19.10 Uhr Podcast ins Gegen mit Markus und Erik. Ja, wobei 19.10 Uhr ist ja wieder mal gelogen. Es ist ja gar nicht 18.43 Uhr. 18.43 Uhr. 18 Uhr Aber wenn wir so weitermachen oder soll ein anständiger Podcast werden, werden wir die 19.10 Uhr wohl noch erreichen, was? Nein, nein. Ich habe Abend noch andere. Ich muss mich schon. In einer Woche ist Spiel. Einer war auch schon mal gegen Kaiserslautern. Ja, das ist, da sind ja die Rollen verteilt. Also wir sind Punktelieferant. Ja, wir sind Aufbauhelfer. Genau. Die sind unten, wir sind weiter oben. Wir haben 16 Punkte, obwohl wir sie nicht verdient haben. Schwein ohne Hände. Und Kaiserslautern hat die Scheiße am Fuß. Und wen könnt ihr jetzt am besten gebrauchen? Uns. Ja, wir ja, haben einen geilen Trainer, Jeff Strasser. Jeff Strasser, luxemburgischer Nationalspieler. Kenne ich nicht. Er ist ein neuer Trainer. Der, zwar der war strammer Innenverteidiger, bei Kaiserslautern und Dattmar. In den 90ern? Ja, Anfang 90er. Er hat Kaiserslautern jedenfalls in der Bundesliga gespielt. Ja, äh, ich schnell. hätte aber auch nichts dagegen, wenn die 4 zu 0 gewinnen und Kaiserslautern einfach mal absteigt. Einfach nur so. Aus Spaß. Ja, geht der Fein kaputt in der dritten Deck. Der da ist das noch ja noch schlimmer und? als der ist doch, nicht, ist doch nicht schlimm. Dann stirbt eine Region. Ist nur schlimm für die Region. Das ist keine Pfälzer Kartoffeln mehr. Die gibt es noch, die Kartoffeln, aber eben nicht mehr in der zweiten Bundesliga. Das ist doch gut. Außerdem möchtest du mit Fortuna Köln nach Kaiserslautern fahren? Nee. Ich will überhaupt nicht mit Fortuna Köln irgendwo hinfahren. Ich will auch nicht mit St. Pauli nach Kaiserslautern fahren. Das ist auch eine der Stadien, die mich so gar nicht reizen. Das, also wie soll, wie soll man da? Ich war schon in Sandhausen. Das reicht eigentlich für dich. Für diese Gegenden, die irgendwo. Ja, sind. wo es auf den Weinanbau geht. Die Pfalz, ja klar. Ja. Aber pff, da kann man ja auch mal so hinfahren. Aber ihr seid Lama Zock, ihr seht keine Themen. Ich finde, der Verein steht so gut aufgestellt da. Es gibt keinerlei Konfliktthemen. Ich habe jetzt gehört, es gibt eine Segelabteilung, die wird jetzt hier Herr Pauli. Die soll gegründet werden. Also es gibt, oder es gibt, oder es gab diverse Gespräche. Und jeder hat mal gesagt, eigentlich müsste es mal eine Segel. Aber niemand hat sich so richtig getraut oder überhaupt mal das in die Hand genommen. Und jetzt hat Helga dich nach Stadionbau AG irgendwie wahrgenommen habe, und von den Fanräumen, hat angefangen zu segeln, segelt erst drei Monate und hat aber voll Bock gehabt und hat das ganze Thema initiiert und plötzlich aus allen Ecken dieses Vereins kommen die Rückmeldungen, dass sie damit auf Resonanz stößt. Und das ist wohl ein ganz, ganz großes Interesse, Ottinar, beim FC St. Pauli zu segeln. Und das Ganze manifestiert sich hier. Und was soll das? Wer denn ein St. Pauli-Segler? Oder gibt gemeinsame Aktivitäten? Was ist so der Sinn? Ja, das sind gerade die Fragen, die wir gerade besprechen und die natürlich auch einem Amateurvorstand erklärt werden müssen, wenn der sich fragt, hm, naja, was soll denn eigentlich eine Segelabteilung bei St. Pauli? Leisten, was nicht jeder Wald- und Wiesensegelverein auch kann. Okay. Und das sind, das sind Fragen, die man beantworten muss. Ich, ich persönlich glaube, dass sich das auf zwei Themen fokussieren wird. Und das wichtigste Thema wird das Thema Jugendarbeit sein. Also Segelvereine überall in Deutschland haben ein massives Problem, um Jugendliche zu begeistern, im Verein zu segeln. Unter anderem, weil das ein sehr zeitaufwendiges Hobby ist. Und weil es ja weil's einfach ein Problem ist, in dem Moment, wo deine Freunde nicht segeln, fängst du nicht plötzlich damit an. Okay. Also eine Tanzfläche, wo keiner tanzt, geht man eben nicht rauf. Ich glaube persönlich, dass der FT St. Pauli oder St. Pauli als Idee für eine Art, Sport zu treiben, die sozusagen so ein bisschen weniger altbacken ist, dafür sorgen wird, dass ganz, ganz viele Segelvereine mit uns kooperieren wollen. Okay. Gerade beim Bereich im Bereich Jugendarbeit. Ja. Ich glaube, dass der FC St. Pauli tatsächlich Magnet sein könnte oder Jungbrunnenspritze für diese ganz, für sozusagen das gesamte Norddeutsch-Segelrevier. Okay, ja, spannendes Thema. Aber Jugendakquisition bei St. Pauli ist ja auch durchaus schwierig. Ich denke der Gesamtverein wird ja auch immer älter. Und wie Sache, wenn man Jugendliche hineinbekommt, sollen wir schauen. Kooperiert ihr da mit äh, Blankeneser Segelclub? Ja, noch ist überhaupt, ich meine, noch muss man erstmal die Abteilung gründen und dann kann man sich überlegen mit wem kooperiert, aber eins ist schon mal ganz klar, dass dass die Kooperationspartner natürlich St. Pauli passt. Und auf die Diskussion freue ich mich schon, ob der Bogeneser Segelclub dazu passt. Jetzt haben wir ja unser Thema, jetzt, jetzt sage ich mal, das hat mit Fußball, mit Fußball, Fußball nichts zu tun. Nee, das stimmt, aber Marathon und Dart hat ja nun auch nicht mit Fußball was zu tun. Dann geht es ja um Sporttreiben im Verein. Ja, wir haben wir haben wir ja sogar in der Triathlon-Verbindung zwischen Menschen, die Fußball ja dem Fußball. Jetzt die Frage ist, der FC Pauli ein Fußballverein oder ist der Sportverein ist der ein Verein, der sich auf gemeinsame Werte gründet? Steht in seiner Satzung, dass er ein Fußballverein ist? Dann doch. Ne? Ich glaube sogar der erste Satz. Dann doch ne? Dann. Ja, aber das ist eine gute Frage. Also ja. Die Segelabteilung ist ja jetzt die, nicht die erste Abteilung, die keinen Fußball spielt. Also ja, wäre deswegen. Wäre ja die Frage, ob man dann überhaupt dann die St. Pauli dann eben auch mit seinen Werten als, ja, mit dem Jolly Roger eben als, ja, als eine, eine Plattform eben auftreten sieht, die jenseits Fußball sind, die da Fußball haben, aber die noch darüber hinausgehen. Ja, ganz abgesehen davon, dass der natürlich ganz gut zum Segeln passt, Jolly Roger. Oh ja, das ist sehr gut. Würde ich das tatsächlich trennen? Also einmal die Frage, ist der FC St. Pauli ein Verein, der auch andere Sportarten inkubieren kann? Die Frage ist, glaube ich, geklärt. Ja, kann er? Weil also wenn ich mir Handball angucke oder Blindenfußball, das sind grandiose Abteilungen, die einfach für, für ihr, in ihrem Sport für sich stehen, die den Fußball gar nicht, als Abteilung gar nicht mehr brauchen. Also die Frage ist, glaube ich, geklärt. Die zweite Frage, die ja da hinter dem steht, was du sagst. Ist, braucht der FC St. Pauli oder braucht St. Pauli überhaupt noch Fußball als Treiber oder als Zentrum? Und die Frage finde ich tatsächlich spannend. Also, wenn ich mir zum Beispiel den Start des US Shops, des US Merchandising Shops angucke, da hat der FC St. Pauli eine Merchandising Kooperation gestartet in den USA hat in den ersten sechs Monaten so viel verdient wie ein Champions League-Teilnehmer nach drei Jahren. Also... Hoffenheim, Auch blau-weiß, soweit ich weiß. Und hat nicht mit einer Silbe oder auch nur mit einer, einem verschämten Hinweis mit dem Thema Fußball geworben. So, noch nicht mal mit dem Vereinsemblem, sondern nur mit dem... Totenkopf und mit der Marke St. Pauli. Die FC St. Pauli taucht da gar nicht auf. Das heißt also, wir gehen komplett über das Thema Popkultur, wir gehen komplett über das Thema Musik und wir gehen komplett über das von der Fanschaft initiierte Image und über den Jolly Roger. Das hat mit Fußball, das hat mit Fußball tatsächlich gar nichts mehr zu tun. Und das finde ich eine unfassbar interessante Entwicklung. Welche Rolle spielt denn dort Ewald lieben auch involviert in solche Entwicklungen? Keine Ahnung, was machst du denn? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß einfach, ja was er macht. Ich bin auf Centerplatz, da hat sie besucht und hat lange Zeit keins gefunden. Ich wollte fast schon helfen, aber dann, aber. Das war sie auch nicht. Müsste man, ja. müsste man ihn mal fragen. Es gibt ja einen Podcast von unseren Kollegen beim Übersteiger die gerade Ewald Lieben interviewt Vielleicht sollten wir uns den gleich ja, mal anschauen. Genau, aber tatsächlich wäre das eine Frage, die man immer, die immer, immer stellen kann sozusagen. Was was aber Ewald Lieben nicht macht, das kann man schon mal festhalten. Er trainiert die Mannschaft nicht mehr. Es scheint jetzt auch ganz pickeln, dass Olaf Jansen ja ein gutes 1 Standing entwickelt und auch wenn es Rückschläge gibt, er doch da fest im Sattel sitzt und wenn er mehr nach Ewald. So, ob deine Beobachtung? Das ist tatsächlich eine un auch so eine Anekdote des, des Jahres 2017 eigentlich, ne? Ja, ein, ein Jahr Janssen-Fußball. Genau, ein Jahr jansen fußball der, Soweit ich weiß, irgendwann im Dezember übernommen. Ne? Ja. Ist das richtig? Im November. Ja. November, genau. Ja. Und die Leute, die ein bisschen näher dran sind am Verein und an der Mannschaft, haben mir schon relativ schnell gesagt, dass was in der Rückrunde passiert ist, ist im Wesentlichen auch ein... Ganz, ganz großer Erfolg von Olaf Jansen. Und wenn man das letzte Spiel der Drückrunde sieht, letztes Jahr, dann gab es ein ganz kleines Banner in der Nordkurve, wo drauf stand Danke, Olaf Jansen. Okay. Und das fand ich toll, dass das hing, weil ich glaube, ohne ihn wäre, wäre, sagen wir mal so, der dann wir die jetzt Raster stellen, wahrscheinlich also die Wahrscheinlichkeit wäre höher ne und ja, das, das ist, ist einfach und das ist einfach sein Verdienst und mhm. ich finde die also ich finde einfach die Story so geil dass dass jemand der 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 sozusagen im Fußball Establishment alles erreicht hat was ein Trainer erreichen kann sozusagen DFB Jugendmannschaften zu Erfolg, erfolgen zu führen etc das heißt also der im Grunde genommen an dem Schritt steht einen Bundesliga-Verein zu übernehmen und dann natürlich auch sich vorne in die Reihe zu stellen, dass der in der Lage ist, ein halbes Jahr sozusagen Camouflage und Undercover zu arbeiten und einem Kollegen sozusagen die Lorbeeren zu überlassen. Das finde ich schon eine, eine geile Leistung, muss ich sagen. Hat, ja. hat mich schwer beeindruckt. Ja, aber ich denke mir auch, dann sind wir dabei, Andreas Rettig. Kölner Connection oder Rheinische Connection oder Fjansen. Jeweils als Westfale. Also ich glaube, das ist jetzt schon sehr harmonisch, die Farbe. Das heißt aber, wie heißt unser neuer Sportdirektor? jetzt, ne? Woher ist unser neuer Sportdirektor? Jörn, ne, oder? Ich, ich weiß es nicht. Er ist unbekannt. Er ist, er ist undercover. Ich glaube, er heißt Jörn. Yeah. Das, ist, das ist super, Was? ne? Der, der wir wissen den Namen nicht, ne? Ich hätte fast Stefan Kunz gesagt, aber das stimmt nicht. Der kommt, er war in Jörn Kruse, Jörn Sievers, irgendwie sowas, ja. ne? Wie peinlich ist das denn? Aber wir gucken jetzt auch nicht nach, das tragen, ja, wir, ja das nach. tragen wir nochmal Ja, aber das tragen wir nach, nicht? Aber der, die, bei der gute Mann ist jetzt auch schon seit drei Monaten im Werk und tritt äh, überhaupt nicht in Erscheinung. Soll er vielleicht auch nicht? Aber das ist schon sehr bemerkenswert. <laughs> ja, aber wie soll man da auch in Erscheinung treten? Also du hast ja wir schon drei. In Arten, wenn du noch nicht bist. Ja, aber das ist auch, aber auch kein Problem, finde ich. Also ich meine, das ist auch kein Wunder. Also du hast ja schon drei Groß-Egos, ne? Ja. Also das Ewald Lin. Du hast Uke, Uke, Göttlich, der ja auch jetzt sozusagen ja durchaus Strahlkraft und auch eine Persönlichkeit ist, die man wahrnimmt. Du hast Andreas Rettig, den ich für das, für den Mann mit dem größten Ego halte, obwohl ich ihn persönlich gar nicht ke kenne, eigentlich gar nicht kenne. Aber da kannst du eigentlich keinen Sportchef gebrauchen, der auch irgendwie. Ja. Ein sagt, Stück von dem, von der Öffentlichkeitssonne abhaben will. Das ja. ist ja, also es geht ja gar nicht. Nein, nein, es, es läuft ja dann auch. Und wenn es in der Mannschaft läuft, ist es gut und ist es ist gut. Ja, also, wenn wir merken, diese Saison wird einschätzungsmäßig wieder gut verlaufen. Platz sechs bis zehn. Ich weiß gar nicht, was ich getippt habe. Ich glaube, ich habe genau dasselbe getippt wie letztes Jahr. Und da darf ich mir ganz kurz nochmal auf die Schulter klopfen, denn als einziger, St. Pauli Block habe ich vorher gesagt, dass wir auf dem siebten Platz landen. Ja, das ist so der, und ich habe, ich habe sozusagen Litzvizil, die, ne? ich habe sozusagen die, die Binsenweisheit vor der Saison. Für die, die es nicht wissen, der Übersteiger macht vor der Saison immer eine Umfrage, die man bei dem Übersteiger am Block beantworten kann. Ich beantworte die dann immer in meinem eigenen Block. Also beispielsweise, wer die meisten Tore schießt für den FC St. Pauli, da, da liege ich immer komplett daneben weil ich Stürmer nehme. Ja. Das, ich habe dieses Jahr ganz kurz überlegt, ob ich Buchtmann schreibe. Ich war auch schon fast so weit und habe gesagt, ach nee, das wird doch ein Stürmer, die sind so gut drauf, hätte ich mal Buchtmann genommen. Ich glaube, das, das ist der Mann, ohne den wir dieses Jahr nicht auskommen. Also wenn der weiter so spielt und weiter gesund bleibt, dann müssen wir ja schon aufsteigen, alleine um ihn heizen zu können. Sonst können wir uns nach Marc noch nochmal einen neuen Mittelfeld Google. Ja, suchen. Also buch die bleibt hier. Der weiß, was er bei uns hat. Wie er ja, vielleicht auch, weil wir die die Geschichte mit Mark Schadkowski eben schon hatten. Ne? Ja. Der ist denn zu RB Salzburg oder wohin ist er gegangen? Ja, ja, das ist ein Ballsport. Ich, ich weiß gar nicht, spielt er da eigentlich? Weißt du das? also Nein, ich. ich glaube ja. glaub auch nicht. Also Nein, spielt irgendwo die zweite Geige. Verdient wahrscheinlich das Dreifache von dem, was er bei uns verdient. Ja. Aber ich weiß jetzt, doch irgendwie geiler für St. Pauli zu spielen, mhm. oder? Ja. Kann auch gut sein. Ich habe Jetzt muss ich mal ab, Abbitte leisten an unseren neuen Sporttag. Uwe Stöver. Wir haben jetzt auch einen Uwe bei uns. Ach Mensch, ja, das Und war ja das Meme. Uwe Niemen Stöver bei Facebook. Und Uwe Stöver hat, Uwe. Der hat ja erst zum 1. Oktober seine Arbeit begonnen. Die, ne, die, das ist, das hat er hat im Juli, weil kam die Nachricht Mitte Juli, aber er hat jetzt erst am ersten. Das ist ja noch nie mal eine ganze Woche. Genau, von daher. Uwe Stöber kommt jetzt ganz groß demnächst, werden wir von ihm hören. Und, äh, Ich glaube gar nicht, dass wir von ihm hören. Ich glaube, der wird, oh, der genau wird genauso haben mit dem Verein. Und interessanterweise. Ja, das ist ja, kein, das ist ja kein Widerspruch. Du kannst ja Erfolg hat, haben und trotzdem ja, und von nichts sich, von, von ihm hören. Aus, er hat von sich hin. aus bei Kaiserslautern gekündigt. Wahrscheinlich wegen Norbert Meyer. Und weil die Entwicklung des ersten FC Kaiserslautern in den letzten Monaten anschaut, war das auch eine recht weise Entscheidung, weil es nämlich den Bach runtergegangen ist. Siehst du mal, da schließen sich die Kreise. Uwe Stöber beginnt und ich bin am Freitag in den ersten FC Kaiserslautern. Lautern, das kann es nicht schöner sein. Deswegen werden wir auch gewinnen gegen den ersten FC Kaiserslautern, weil der Uwe Stürmer den Kader kennt und Olaf Janssen genau die Tipps geben kann. Oh ja, das stimmt. Muss. Das stimmt. Wahrscheinlich gewinnen wir denn sogar 4-0. Das ist also unser Tipp dann. Ne? Das ja, also ist sagen. Ja, wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir hoch. Also Kaiserslautern, bringt, entweder sie Sozusagen, wir erliegen dem Fluch, den wir immer erlegen. Und ich meine, Kaiserslautern hat den Nachteil, dass sie tief aus dem Südwesten kommen und nicht aus dem Osten. Das heißt, sie kriegen noch nicht mal Unterstützung gegen unseren Ostfluch. Aber, aber warum auch nicht mal? Also, warum nicht mal 4 zu 0 gegen Kaiserslautern gewinnen? Also, das 1 zu 0 und dann werden, werden die Hibbelig, dann kriegen sie das 2 zu 0 mal andersrum als gegen Ingolstadt und dann in der zweiten Halbzeit Nochmal mal ordentlich aufdrehst. Wir müssen das auch jetzt leider beenden, weil ich bin jetzt wieder mal unterwegs in Sachen von St. Pauli. Ich repräsentiere jetzt den Verein. Ich muss jetzt zur äh, Verleihung der Meisterschaft, weil unsere Jungs bei St. Pauli Triathlon sind der Landesligameister geworden. Das ist der erste Meister von St. Pauli in den Triathlon. Und da muss ich jetzt hin, um die äh, Ausfahrt. Da wünsche ich dir viel Spaß. Und dann besprechen wir aber nächstes Mal bitte, warum die Mannschaft von St. Pauli dieses Jahr... Die erste Halbzeit immer Scheiße spielt und die zweite Halbzeit Champions. League. Das ja, verstehe das ich noch nicht ganz. Das kann ich auch nicht beantworten, das dem werden wir dann nachgehen. Okay. Gut. Wann treffen wir uns denn wieder? Ja, nächste Woche Freitag. Hast du gezeigt? Nein, da sind wir noch im Stadion. Ach ja, 19.10 Uhr. Ah, da spielen wir sogar. Das spielen wir Mensch, sogar. Ich will ja sogar. Das ist, das ist, Na gut, dann treffen wir uns davor. Donnerstag, 19. Dann müssen wir Donnerstag, 19 Uhr 10. 10. 10 müssen wir uns dann treffen. Und ja, dann verbleiben wir an den eher Neigten Hörer bis nächsten Donnerstag 19. Und tschüss. Tschüss.